Herzlich willkommen zum WU Bald 2019! Die Vorbereitung auf so einen Abend, die ist natürlich vielfältig. Man freut sich ja schon lange Zeit darauf und man überlegt sich natürlich, was man anziehen wird, wen man treffen wird, mit wem man Gespräche führen wird und alles das gehört dazu. Aber am schönsten ist es dann natürlich, wenn der Ballabend wirklich begonnen hat. Normal habe ich nur solche Haare und für den Ball werden die hochgesteckt, damit das ein besonderer Abend wird. Wir waren alle gemeinsam in der Tanzschule und haben dort viel geübt, Bälle eröffnet und ja, jetzt sind wir sicher gut vorbereitet. Auf den Tanz freue ich mich, auf die guten Gespräche und ja, auf einen lustigen, fröhlichen, unterhaltsamen Abend. Heute Abend freuen wir uns besonders, dass wir den Ball eröffnen dürfen, also auf die Eröffnung und auf eine rauschende Ballnacht. Und wieder heißt es, alles Walzer. Nach einer bezaubernden Balleröffnung ist das Parkett frei für den ersten Tanz des Abends. Alles Walzer und viel Vergnügen. Wir haben natürlich das Tanzbein geschwungen, es war echt schön. Viele Leute gesehen, viele Leute kennengelernt, das ist generell eine geile Experience hier. Walzer. Sehr beschwingt. Beschwingt, wie ein Walzer halt so ist, ne? Sagen wir so, es war so wie Autodrom, weil natürlich beim Walzer, da berührt man sich, aber dennoch sehr, sehr elegant, adrett, alles sehr wohl benommen und ja, ich glaube, wir werden das weitermachen bis um 5 in der Früh. Nicht nur die musikalische Vielfalt wird am WU-Ball großgeschrieben, getanzt wird nämlich für den guten Zweck. Der Reinerlös vom WU-Ball, das ist uns immer sehr wichtig, der fließt in den ÖHWU-Sozialfonds. Wir wollen nämlich finanzschwachen Kolleginnen und Kollegen mit der ÖHWU-Sozialaktion unter die Arme greifen und so sie auch zusätzlich unterstützen. Traditionell ist der WU-Ball nicht nur ein Auftakt in das neue Jahr, sondern auch Anlass, um besondere Ereignisse zu feiern. Zum einen wird 2019 ein gutes Jahr für die WU, weil wir ja auch eine Budgeterhöhung vom Ministerium bekommen haben und daher unsere Betreuungsverhältnisse verbessern können. Zum Zweiten wäre das theoretisch meine letzte WU-Ball als Rektorin. Da ich allerdings noch einmal wieder bestätigt worden bin, werde ich weitere 4 WU-Bälle eröffnen dürfen, was mich persönlich sehr freut. Ja, und last but not least feiern wir 2019 100 Jahre Forschung an der WU. Das heißt die Umwandlung der Exportakademie in die Hochschule für Welthandel. Die Krönung des Abends ist die Mitternachtseinlage, ein musikalisches Feuerwerk. Es ist schön, als Student auch mal in der Hofburg zu sein, würde ich sagen, und das Ballkleid anzuhaben, anstatt immer nur das Buch in der Hand. Und sehr schön, neue Leute kennenzulernen. Eine rauschende Ballnacht. Getanzt wird noch bis in die frühen Morgenstunden.